Schwuppsdiwupps. Oh. Cool. Das ist so ein riesen Baum hier, ne? Das waren drei Bäume. Ein XXXL-Baum, so gefühlt. Hier schon im Wasser liegt, ne? Das ist, ist das normal hier? Oh, alles einsammeln, die Scheiße. Oh, Essen. Ja, Brot. Oh, wieder daran denken, ne? Es ist da schon wieder Sachen gewachsen, mein Gott. Kommen wir damit nicht mehr hinterher, ne, mit den Holzentholzungsoptionen. So. Wir verlassen den Ort. Egal wie es ausschaut, wir haben genügend Holz. Fürs Erste. Für die aktuelle Operation haben wir genügend Holz, ja. Wie viel kannst du hier reinpacken? Eigentlich auch wieder 60, 64. Das ist schon viel, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks aus einem einzigen Rohdinger. Da kriegst du mal 4 und dann nochmal 2,5. Oh mein Gott. Nicht schlecht, nur nicht 2,5, aber gefühlt 2,5, ne? Es geht ja um Gefühle, die wir haben. Na gut. Oder ob wir hier dann gleich das Dach machen, ich weiß es nicht. Wir könnten hier alles machen, ne? Alles. Also wirklich alles. Das war doch nicht geplant. Zack, 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 zack. Geht doch hier so schneller, wenn man drin ist. Muss man weniger zielen, ne? Ups. So. Naja, solche Quadrat... Oh oh. Aussätze muss man halt hier auch ein bisschen sehen, da oben, ne? Den hier. Zum Beispiel, den kann man aber gut abholzen wieder. Andere, wie zum Beispiel der da, wie halt, oh scheiße, wenn das Deck, also wenn so ein halber unten ist und halb oben, müssen wir den ganzen abbuddeln. So, dann hier wieder der Dreier. Den machen wir auf alte Schule. Kommen wir so noch hoch? Ja, so bestimmt, ne? Jo. Ne, so nicht mehr. Okay. Lass mal das mal aus. Aber schon recht zu, ne, die Soße hier. Und wenn wir mal einfach mal testweise
Kommen wir überhaupt hoch? Natürlich nicht. Wir bauen zu weit nach oben. Wenn wir da testweise das Ding hier abmurksen. Na gut, das ist es doof. Nicht das hier. Na, machen wir das so mit dem Stack hier. So. Den hier. Wenn wir den Klabaudermann hier wegratzen. Doch. Sieht super aus. Machen wir so. Ende Gelände. Habe ich entschieden. Die Frage ist nur, wie viel wir hier benötigen. Wir müssen ja nur eine Drehung rundherum basteln, ne? Na, eben genau das hier nicht. Eins, zwei, drei, vier dann hier. Jupp. Nein, und das ist dann doof. Okay, müssen wir es hier lassen. Und einfach in den Längskanten mal gucken, wie wir das dann in den Breiten gegen Breitengraden da hinten durchziehen. Ob sie genau gleich machen oder nicht, das ist dann so die Frage aller Fragen. Unser Aufstieg auch wieder weg, ne? Autsch. Außerdem lassen wir jetzt halt so. So, dann hier wieder weiter. Machen wir es halt mal so. Müssen wir schauen, wie wir das hier bauen. Vordenken sollen, aber naja, man weiß ja, wie es ist, ne? Man denkt nur zur Hälfte. So. Nein! Ah, das darf doch nicht wahr sein. Wir bauen einfach viel zu viel. Wir müssen hier ein paar Mal Pause dazwischen machen. So. Jetzt sind wir wieder runter. Dann schauen wir es dann an, wenn es wieder hell ist. Also in dieser Ansicht, mit dieser Lichtstärke hier sehen wir nichts. Aber wir sehen, es ist vollkommen. Das Langzeitprojekt Rasen ist durch. Endlich! Möchte man sagen. Draußen ist auch schon wieder hell. Oh mein Gott. Das heißt schon wieder. Um 5 Uhr. Ich wollte eigentlich um 50:30, also 05:30, halb 6 Uhr morgens das Ding starten hier. Aber anscheinend habe ich es ja erst um 10 vor. Naja. So, jetzt ist es hier schon recht dunkel, ne? Obwohl wir natürlich hier Licht reinlassen, haben wir hier extreme Blockaden drin. Wir müssen uns wohl einfach abfinden, dass es so ist, wie es ist. Fertig.
dann vielleicht mit Fackeln das Zeug. Oder eben mit irgendeiner großen Art und Weise, die wir dann noch nicht begreifen, für Licht sorgen. Ich glaube, es ist schon mal ein netter Anfang, den wir hier haben. Ohne groß irgendwas noch zu verändern. Aber es sieht schön aus mit den halben Stufen, ne? Und auch diese Abschlüsse mit dem Ecken hier, das sieht super, das sieht echt schön aus. Das sieht wirklich schön aus. Wow. Oha. Müssen wir dann überlegen. Na, wie halt Licht für Licht sorgen. Oh, echt Licht hier drin. Das habe ich halt nicht so gedacht. Wir lassen mal das Flachdach so, wie es ist. Eventuell werden wir da Ziegel draufballern, also mit den Ziegelsteinen, ne? Stimmt, die sind auch hier irgendwo rumfliegen. Ah, 60 Stück. So, da können wir auch Ziegeldinger draus machen. Ganz kuriose Sache. Okay, jetzt haben wir. Ich habe jetzt. Nee, Specialsteine sind wirklich die Spezial, die neuen, ne? Was sind. Das sind jetzt Steinziegel, Ziegelstein. Das ist noch normal. Ich definiere jetzt, was normal ist und was nicht. So. Holz, ne? Verarbeitungsgedönse, Bumse. Eigentlich ja, Fackeln können auch hier reinkommen. Das ist korrekt, würde ich mal behaupten. Jetzt haben wir schon so viele Weizenkörner, wenn wir die mal verkaufen könnten, wären wir Millionär. Nicht ganz, nicht einmal, nicht annähernd. Wir würden sie verschenken wahrscheinlich vom Geld her, aber das ist das meiste, was wir haben. Ich glaube, in der nächsten Session würde ich dann behaupten, dass wir eventuell den Eingang ein bisschen angehen werden. Sie haben eigentlich das Dach ja dicht gemacht, mit Ausnahme des, ja, hier. Wir lassen es mal so, wie es ist. Ob wir dann noch eine Etage draufballern werden, müssen wir schauen. Heißt also, wir brauchen noch ein paar Holz. Achso, okay, so, danke sehr. So, das ist die Ende der Fahnenstange. Das ist das Ende der Fahnenstange? Ja, das Ende der Fahnenstange. Mache ich für einen Quatsch. Und durch. Die Baustelle des oberen Quadranten ist offiziell beendet. Phase 1 für oben ist beendet. Jetzt machen wir dann noch den Eingang. Und dann noch links und rechts durch. Oh. Und hier auch noch durchziehen. Dann können wir auch das hier machen. Warte mal kurz. Das will ich jetzt kurz basteln hier. So. Die Truhe ist eigentlich total für den Arsch. Aber immerhin ist etwas.
Ah. Ups. Noch hier. Ja, ich glaube, das ist dann die Vollendung für heute. Dann muss ich auch gleich los. Zähne putzen weg. Hier duschen bin ich ja schon zum Glück. Da habe ich mich so entschieden. Morgens aufstehen. Nicht erst am Computer sitzen, sondern dann auch erst zu duschen. Und dann, also jetzt switchen das Ding, dann bin ich auch irgendwie morgen nicht bereiter, aber ich brauche weniger Zeit so gefühlt. Ob das richtig ist, naja. So. Jetzt sind wir auch hier fertig. Jetzt haben wir rundherum das Ding gezogen mit den Holzdingern. Mit diesen Holzstämmen, Eichenstämme sind es eigentlich. Eichenholz, jo. Jo. Hier hinten durch, da durch. Oben ist ein Dach. Jetzt kommen links und rechts noch die Wände und dann Eingang. Dann war das für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und ciao.